Hallihallo, habe die Ehren, herzlich willkommen zurück hier zum Car Mechanic Simulator. Wir starten mit einer Erleuchtung. Nein, wir starten und machen hier weiter, wo wir im letzten Video aufgehört haben. Und zwar hier den Kübel fertig bauen. Hinten ist er schon, Tutti Frutti. Jetzt machen wir vorne. Wir machen den mit Tuning-Teilen, werden ihn aber nicht behalten, sondern werden ihn verkaufen. Wenn wir uns mal zumindest schon mal näher der Häubenmille bewegen wollen. Das Ziel ist natürlich, irgendwann einmal die Mille zu knacken. Wir wollen ja, ja. Machen wir unten gleich weiter? Ne, wir machen jetzt oben erst die Kolben rein und machen unten zu. Die Einkaufsliste müssen wir noch leer machen. Oh, jetzt kommt der 10%ige Kopf. Die müssen wir auch noch schnell einbauen. Die geben auch 6%. Ah. Gut, nach unten. Liste leer machen. Fuß. So, was brauchen wir denn hier alles? Wie viel haben wir denn hier? Keinen. 1, 2, 3, 4. Coinen. 1, 2, 3 oder 4? 2, 3, 3. 3 haben wir drin. Doch, der wird auch schick. Der wird auch schick. Wenn wir den in matt lackieren und goldene, also die glänzenden. Habe ich da eine? Nein. Glänzt, Felgen glänzend lassen? Schauen wir uns mal an. Wollen wir uns endgültig entscheiden. Ob das ein nicer Dicer ausschaut oder nicht. Okay. Dann können wir ja eigentlich das Getriebe. Na, machen wir erstmal den. Na, der ist nur im Weg. Wir machen das mal hier. Schwungrad drauf. Platte gepimpt drauf. Natürlich ist die Scheibe noch nicht. Oh, die halt glänzt, gell? Und keine Sau sieht's. Völlig vergeudet. Nein. Getriebe. Also, schade, dass das Getriebe wirklich nur 1% gibt. Ich schade. Jetzt machen wir den Träger rein. Machen wir gleich die Gummibuchsen rein. Zumindest auf derer Seiten. Yep. Dann mag ich einen Stabi haben. Dann mag ich gerne die Stange haben. Dann möchte ich den Achsschenkel haben. Dann machen wir den Kopf hin, dass die Stange komplett ist. Oh, die haben wir noch nicht gemacht. Machen wir gleich nochmal. Immer vergessen bei der Shopping-Tour. Ankerblech. Die Radnarbe. Da machen wir das Radlager. Upsala. Dann haben wir hier die Pimp-Mai-Bremsscheiben. Und die Pelle, Falle. Nein, mit diese schwarze Bremssattel, wo der an erster Stelle ist. Ja, dann machen wir schnell die Dämpfer noch. Demontiert habe ich es schon. Muss ich es nur noch montieren? Auf alle haben wir es schon gekauft. Ja, natürlich. Sind noch zuverlässig. Ich hab's schon gesagt in dem Video, wenn die das hier mal ein bisschen mit Tuning machen würden, Alter, die würden dir das Spiel kaputt rennen. Dass die diese Chance nicht sehen.
Radstützen tiefer legen könntest und andere Reifen und keine Ahnung. Einfach ein bisschen mehr Tuning. Das DLC können die 20, 30 Euro leicht verlangen. Das wird weggehen wie Butter. Selbst wenn sie schon Mikrotransaktionen machen, das heißt für das Auto oder irgendwie sowas. Naja. Ich denke nicht, dass sie die Chance nicht sehen. Der kommt ja noch. Upsale, weg mit dir. Oh nein, den Spurstangenkopf. Bloß. Da mag ich hin. Den da mal in die Listen. Den holen wir uns. Gut, Feder. Bell. Haben wir schon auf der richtigen Seite? Narbe, Radlager. Wunderschön gelocht und innen belüftet und was heißt das? Geier für Bremsscheiben. Yep. Yep. Mach halt die Peggy. Danke. Ein bisschen mitkrieg aus, hä? So, da haben wir fast alles. Die Gummibuchse machen wir noch rein. Drüben, glaube ich, fehlt noch der Dämpfer. Oder haben wir den jetzt verbaut? Okay. Ja, wenn wir jetzt schon den oben haben. Den gibt es aber gepimpert. Dann brauchen wir ein Öl. Alles vom Motorraum. Jetzt Flammrohr, ein Cut, dann sind wir schon fertig, oder? Yep. Dann könnten wir auch schon die Kardanwelle hinbauen. So, da brauchen wir das Flammrohr. Die Cut. Kardanwelle. Ölfilter gibt es auch einen getunten. Ne, den haben wir nur angemahlen, gell? Das war's. Und zwar der Ölfilter gibt's. Ladeluftkühler haben wir schon. Die, oder? Schön glänzend. Bis hinten durch. Ab Cut quasi. Okay. Der Rest dürfte ja ausschließlich von oben sein. Ach, habe ich den jetzt nicht reingebaut? Kann man den anders reparieren können? Gibt es den anders als... Elektronikteil! Okay, da brauchen wir 2, 4, 8. Wie viel haben wir? Brauchen wir 6. Nein, nicht im Elektronik-Shop. Wenn der einen Ladeluftkühler vorne hat, muss der doch ein Turbo sein, oder? Dann müsste er nochmal ordentlich PS bringen, wenn wir den unten holen. Ein Deckel wird's ja nicht, hat ja absolut keinen Sinn. Okay. So, Zündkerzen brauchen wir 4, die gibt's. Gebimpert.
Moment, so weniges. Wir müssten oben die, ja, die gibt's auch getuned. Gut. Haben wir das ABS schon gekauft? Yep, haben wir sogar zwei. Steuergerät haben wir nicht. Kopfverstärker haben wir nicht. ECU haben wir nicht. Batterie haben wir nicht. Machen wir erstmal das da hinten schnell durch. Yep. Gibt's das nicht? Schade. Ein bisschen anderes ABS-Steuer, das. Ah, ich bin verwirrt. Jetzt sind wir richtig. Aber das Steuergerät. ECU. Batterie. Und. Kopfverstecker. Kann da jetzt gerne den Sicherungskasten machen? Bauen wir jetzt mal alle ein, die wir haben. Haben wir gar keine. Auch nicht. Typ B. Haben wir. Typ B haben wir auch. Typ A haben wir keine, haben wir gesagt. Typ B haben wir auch keine mehr. Relais. Typ B. Nein. Typ C. 1. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie viel? 2. Okay. Den haben wir vergessen. Deckel drauf, haben wir keinen? Yep. So, Kraftstofffilter gibt's getuned. Nockenwellenrad bin ich mir nicht sicher. Schauen wir mal, ob wir es haben. Ja. Steuerkette haben wir, meine ich, auch gekauft. Gut. Nockenwellenrad wird es dann auch nicht geben. Mache ich jetzt einzeln, weil das da vorne gibt. Und. Teile mal schnell zusammen. Steuergehäusedeckel habe ich jetzt? Habe ich nicht. Lupfel, der 1,75 PS gibt. Läuft. Guter Lupfel, der. So. Okay. Ansaugkrümmer wird es ja hoffentlich geben. 3%.
Drosselklappe bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Sollte aber so sein, wollte ich gerade sagen. Lima Servo. Lima müsste es geben. Servo auch. Sehr gut. Öffel da mal verpeilt, aber Korn schmerzt nicht. Dann fehlt noch der Kühler, den gibt's nicht getuned. Ah, da fehlen wieder zwei Dinger, gell? Was brauchst du? Lüftezage, Typ B, groß und klein. Lüftezeige. Groß, klein. Dann haben wir das auch. Dann fehlt hier noch jeweils ein. Ah, ein Einzeleinspritzer, okay. Aber die müsst ihr auch geben, oder? Toll. Oh, da kann man schon gut was rausholen am PS, du. Ist. Königfreundlich. Nein. Wollte gerade sagen, das Abgasding hier fehlt auch noch. Der gibt ja auch nochmal. Mindestens 15%. Okay. Nehmen wir auf 4. So, er glänzt. Das sind schon 4 PS. Prozent. Turbolade, ich hab's gewusst. Der muss jetzt aber drücken, oder? Bieben. So. Bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Nein, gibt's nicht. Passt. Umlenkrolle. Wasserpumpe meine ich doch. Spanner haben wir keinen, ne, den haben wir nicht gekauft. Ja, natürlich. Dann haben wir schon einen Bast. Das ist ein Teil, den ich dringend lackieren will, aber nett für ein Auto, was man verkaufen. Nein, weil man nicht wussten, dass dieser existiert. So, jetzt aber. Oh, die Rolle fehlt noch. Boah, dann müssen wir den noch einmal hochlupfen. Das war für den Ölfilter, aber sonst, meine ich, ist der doch komplett, oder? Anlass haben wir hier, den vergessen wir gerne. Koppelstangen haben wir beide dran. Ja. Werde ich jetzt einmal so lassen. Dann füllen wir gleich alles auf. Servo.
Servo müssen wir noch machen. Da geht auch Bremsservoflüssigkeit. Kennst du die nicht? Kennst du nicht die Bremsservoflüssigkeit? Schaut jetzt mal gar nicht so gut aus, hä? Warum ist die so pissgelb? Hm. Okay. Machen wir keine drin. Hm. Ja, komm, Arschlecken, reparieren dumm ist jetzt egal. Ich bin immer noch vergelt, Kaffee. Weil wir natürlich allererst das alles hinbauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Haben wir den hier weggebaut? Oh. Ah, bin ich bei gerade so richtig Tuning? Will ich doch wohl nicht. Oh, okay. Wir brauchen noch die Außenspiegel fehlen noch. Na, was haben wir da? Nummernschild müssen wir noch holen. Machen wir einen Verkaufe. Warum haben wir das hintere? Vordere nicht? Hast du gar keins vorne? Dabei. Oh nein, mal durchschweißen, bitte. Natürlich. Aber weiß. Müsste aber wahrscheinlich sehr bläulich werden. Innenraum, klar. Ist noch was drin? Nein. Da müssen wir aber rück. Jetzt schauen wir mal, was denn schon ab Werk. Oh, ich denke mir, wenn das ab Werk. Oh. Oh, was können wir denn da oben noch drauf schauen? Schauen wir mal, hä? Komm mal, hat er gemacht. Ja, ist ja gut. Nee.
Oh, 17 müssen wir schon die Kunden immer, gell? Was sind immer dieselben, aber. Komm. Komm, immer denselben Käse kaufen. Bonusteile. Aus 100 Flocken, schauen wir mal, wie es ausschaut. Na? Ja, oh Scheiße, mach das Ding bitte weg. Weißt du was, den machen wir jetzt komplett in einer Farbe. Dann machen wir entweder die Motorhaube schwarz, irgendwie so. Schon geil auch schon, würde ich. Uah. Schauen wir mal, wir können es ja immer noch, ne, und so. Noch nicht mehr. Dann kommst du jetzt mal bitte mit. Bewegen, und zwar kommst du dahin. Bin immer gespannt, was der druckt hätte. Da haben wir echt hohe Prozentzahlen eigentlich eingebaut. Ich glaube, das ist ziemlich mittig. Passt. Ich glaube, der wird den Schwarzmarkt auch fies ausschauen. Jetzt musst du erst einmal schnell zum Wischiwaschi. Sonst kann man dich nicht lackieren. Mal schauen in dem Spiel, aber. Na? Tun wir nicht tun. Gehen hinten die Lichter wahrscheinlich flöten. Er schaut schon geil aus. Ist halt nur schade, dass wir hier. Dass er durchsieht. Bewegen. Jupp. Jetzt schauen wir mal. Das wäre halt so das Typische, aber nicht in dem Farbton. Die Stoßstange hinten ist gewagt, hä? Nee, das ist zu viel. Schwarz matt. Die Felgen sehr geil zur Geltung, ja. Die Lichter hinten auch eigentlich relativ gut. Wobei das halt mit dem Chroma-Auspuff irgendwie. Boah. Grau ist halt schon eine geile Farbe, aber wir müssen den. Weil der ist ein bisschen.
ist mir ein bisschen zu... Wir müssen quasi einen heller... Oh. Wir müssen quasi einen helleren Ton auswählen. Wenn wir da jetzt mal... Er bräuchte aber ein bisschen mehr... So fast, hä? Ja. Ich möchte, dass das Scheißding lila ist, Mann. Weil wieder Flipflop drin ist. Nein. Nein. Ja. Ja, 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 ja. Ja. That's what I want. Ja, 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 ja. Ja! Gut, dann bleibt nur noch mal zu checken, was der Kollege drückt, ne? Kannst du noch mal schnell schätzen, 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 schätzen? Du hast mal schätzen. Wir haben einen Ausgangs... Ich habe kein Modul aufgefüllt. Ich wusste irgendwas fehlt. Das war mir eins zu wenig. Ja. Nein, er wieder sagen, aber... One, überlegt. Oh. So, wir haben 308 PS auf 415. Schätzen? Dritten Gang macht er die Messung. Okay. 70% mehr Leistung. Karosserie 95. Fehlt doch ein Nummernschild, ha? Das ist wieder weg. Ah. MRG 53794. Was ist das für eine Nummer? MRG 53794. Gäb's ganz kurz und schon. Gäb's schwarze. Gäb's. 120. 120, dann kommen wir auf 400. 50k plus.
Noch einmal für die Memoiren. Wäre noch als Zweitürer geiler, aber... Es war mir eine Ehre. Nicht ganz, paar 40k mal Gewinne gemacht. Passt. Und nähern wir uns der halben Mille. Es wird. Gut, ist eh schon wieder viel zu lang geworden, das Video. Wir sind leer. Ich überlege mir fürs nächste Video, was wir machen. Wir haben ja eigentlich gesagt, wenn die zwei Autos, die wir jetzt fertig haben, mal ein Story-Auto nochmal durchknödeln. Und auf der Rennstrecke wollen wir uns mal bewegen, beziehungsweise Teststrecke. Das tue ich mal vorab testen, ob das denn hinhaut mit Controller. Und dann schauen wir uns das mal an. Okay? Jungs und Mädels, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Lasst mir gerne einen Support da, würde mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen zu einem neuen Video. Selbe Zeit, selber Ort. Und wir suchen uns wieder ein paar schöne Aufgaben. Dass wir hier wieder an Kohle kommen. Oder vielleicht auch nur Spaß haben, wenn wir ein bisschen rumgurken. Kicken wir mal, ne? Okay, bis dahin sage ich merci und habe die Ehre und Servus.